Zoe? Zoe, ich... Nicht jetzt. Wir haben keine Zeit. Hast du beide Materialien? Die Materialien passieren. Gib mir die Materialien fürs Serum. Ja, das sollte genug sein. Wenn wir es schnell genug herstellen. Mein Vater und Lucas sind nicht weit weg. Er kommt. Daddy kommt. Gut, wir haben genug für zwei. Wenn wir das Serum hergestellt haben, was dann? Draußen ist ein Boot. Damit fahren wir durch den Sumpf. Keiner von uns beiden wird ohne Serum weit kommen. Hey, eins davon ist meins. Joey, flipp deinen Arsch zurück ins Haus! Oh, God!
an deinem eigenen Blut ersticken, wenn ich mit dir fertig bin. Tu das nicht! Ethan, hier lang. Nutz das Serum an ihm. Du willst, dass ich ihn heile? Das fühlt sich an. Geht's dir gut? Ja. Komm schon, Mia wartet auf uns. Tja, wer bleibt zurück? Ich muss da eins verwenden. Jetzt ist nur eins übrig. Es ist nur noch eins übrig? Es kann doch nicht nur eins übrig sein. Was zur Hölle machen wir jetzt? Oh, fuck off, Alter. Warum muss ich das jetzt entscheiden? Ene, Mene, Mu. Alter, wen soll ich jetzt heilen? Die Alte gehört zu dem Psycho-Laden hier. Die Alte ist aber nicht mehr ganz dicht, wegen der Alten ist nochmal noch extra hergekommen. Ist okay. Ich war dumm zu denken, ich könnte fliehen. Aber Zoe, geht! Geht schon, ihr beiden! Komm mit uns. Es gibt sicher jemanden, der helfen kann. Hier ist mein Zuhause. Offenbar gehöre ich hierhin. Naja, ich kann ja gleich mal warten und dann einmal den Boss nochmal schnell machen. Dann wäre easy. Brauchst du nicht. Es wird niemand zum Helfen mehr hier sein.
Wen hätte ich denn sonst wählen sollen? Mia, ich weiß, du hast viel durchgemacht. Wir müssen reden. Du hattest was damit zu tun, nicht wahr? Sieh doch, ich will nur die Wahrheit wissen. Ethan, ich erinnere mich wirklich nicht. Versuch's. Ist das das Boot? Wie ist das nur hierher gelangt? Ist in Ordnung. Was zur Hölle war das? Was zum Teufel? Was ist das? Was ist das? Mami. Ist ja noch gar nicht zu Ende. Wie? Ethan? Was war das? Thank you.
Erinnerst du dich? Was? Was bist du? Gesagt, wir können eine Familie sein. Wovon redest du da? Du hast's gesagt! Was? Ich habe das Wort gesagt. Thank you.
Sieh's dir an. Was? Warum? Du musst dich erinnern. Dann können wir eine Familie sein. Die hat auch noch ziemlich lang. Alan, dein Zustand wird schlimmer. Sie muss mich beim Angriff infiziert haben. Und es ist schon zu weit fortgeschritten. Aber das geschieht mir recht. Sie ist wegen mir entkommen. Ja, es ist deine Schuld. Das heißt nicht, dass ich dich sterben lasse. Dich hat sie nicht angegriffen? Das ist Teil ihres Prägungsprotokolls. Ich kann nicht glauben, dass das passiert. Hier, nimm das. Ihre Gewebeproben. Finde sie. Brick's in Ordnung. Okay, Evie. Wo bist du? Immer schön im Kreis gelaufen. Übergibt sich. Verdammt, muss ihn zurücksetzen. Wie geht's voran? Sie übergibt sich. Viel mehr, als ihr Körpergewicht zulässt. Oh, großartig.
werden vielen mehr von ihren hässlichen Freunden begegnen, wenn das so weitergeht. Okay. Wir müssen sie finden, und zwar schnell. Das nimmt langsam Überhand. Dem stimme ich zu. Alan, ich glaube, sie ist auf der anderen Seite dieser Tür. Aber ich habe keinen Schlüssel. Versuch, das Schloss aufzuschmelzen. Du bist auf dem untersten Deck, stimmt's? Schau in unserem Gepäck nach. Bist du böse auf mich, Mami? Nein, Evie. Ich bin nicht böse. Warte. Wie hast du mich genannt? Ich will nicht mehr im Labor wohnen. Ich will ein Haus. Und ich will, dass du meine Mami bist. Okay, Evie.
Ich werde deine Mami sein. Komm nur jetzt sofort mit mir zurück, okay? Wo bist du, Evie? Freunde, Alan. Die Dinger sind überall. Ich hab's dir ja gesagt. Geht's dir gut? Mach du dir Sorgen, wie du Evelyn zurückbekommst. Dieses Kind, ey. Psychokind. Notfallverriegelung wurde aktiviert. Ah!
Wie bist du hergekommen? Wo ist Evie? Sie ist außer Kontrolle. Ohne ihre Behandlungen wird sie verfallen. Gut, dass ich schon sterbe. Sag sowas nicht. Dir vertraut sie. Das kleine Miststück. Nie hat sie. Okay, warte. Evie, nein, Evie! Evie! Alan, hör zu! Ich hab's nicht so gemeint! Sie versucht, die Kontrolle zu übernehmen. Du musst sie bekämpfen! Evelyn, stopp! Hör jetzt auf! Du hattest recht. Ich habe dich angelogen. Das war falsch, aber... Ich will dir nur eins sagen. Wenn dich dies erreicht, such mich nicht. Vergiss, dass du mich je kanntest. Hab ein gutes Leben. Wir werden für immer zusammen sein. Erinnerst du dich jetzt? Ja, Evelyn. Ich erinnere mich. Können wir eine Familie sein, wie vorher? Nein, Evie, wir können keine Familie sein. Wir waren nie eine Familie. Wir werden das nie sein, eine Familie. Dann brauche ich dich nie mehr. Huh.
Das hier erinnert mich jetzt voll an ein Schiff aus einem Revelation-Teil. Funktioniert er noch? Ethan. Hoffentlich schaffe ich es noch. Okay. Und das ist Deck. Leg eine Hand! Wo ist sie?
Thank you.
Kacke, Alter, habe ich damit doch nicht aufgekriegt. Kurzes Päuschen.